Hallo Freunde, hier ist Aaron und seine Hausmannskost. Heute koche ich mit euch eine Chorizo Mango Reispfanne. Bisschen leicht geräuchert, also im Geschmack her, ne? Und dazu mache ich halt ein bisschen Mango und ein bisschen Käse einfach. Die Zutaten: Chorizo, Chili, Knoblauch, Mango, Reis, Käse, Hühnerbrühe, bisschen Ahornsirup, bisschen Barbecue-Soße und bisschen Balsamico-Essig und bisschen Olivenöl. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, das Ganze kommt natürlich auch wieder als Reste essen. Ich hatte Chorizo MAD abgelaufen, also musste ich machen. Einfrieren wollte ich die nicht. Also noch nicht abgelaufen, aber in einer Woche. Und die halten ja lange sonst. Das war noch der Rest Mango. Reis habe ich auch noch da, der muss auch weg. Und das Stück so Käse ist auch schon ein bisschen länger, also machen wir was daraus. Und jetzt machen wir mal das so in der... Ich habe vorher mal Soße ein bisschen so angetestet, das mit der Barbecue so ein bisschen. Ne? Hatte ich mal probiert, eigentlich wollte ich so ein Dressing draus machen. Ich hatte noch ein paar Erdbeeren, aber Erdbeeren passt gar nicht dazu. Der Rest passt wirklich gut dazu. So, jetzt braten wir uns die hier an. Ich habe noch eine Zwiebel hier, die mache ich mir auch noch. Das kann hier mit rein, Chili und Dings, in der Mango. Dann mache ich mir hier die Zwiebel. Und die kann ich mal ein bisschen rustikal schneiden. So, die stellen wir ein bisschen kleiner. So, das lassen wir schön aus. Was Grünes kann er auch noch. Hier haben wir noch Schnittlauch da. Den schnibbeln wir uns auch noch klein. So, jetzt machen wir ein bisschen Ahornsirup rein, aber nur ein bisschen. Jetzt ein bisschen Rauchbarbecue. Das reicht. Ein bisschen Balsamico-Essig. Ein bisschen Mango, Chili und Knoblauch. Jetzt machen wir noch ein bisschen Hühnerfond rein. Dann probieren wir das Ganze. Da muss noch ein bisschen Salz rein und dann schmeckt das sogar lecker. Und wenn Salz rein muss, muss man natürlich auch noch ein bisschen Pfeffer rein. Ne? Logischerweise. So, dann kommt noch ein bisschen Rauchpaprika zu. Weil wenn ich zu viel Barbecue dazu geben würde, dann würde mir das zu doll danach schmecken. Aber ich möchte ja gerne den Rauchgeschmack haben. Und jetzt habe ich so ein bisschen Rauchpaprika. Gebe ich noch in der Infobox an. Oh, lecker. Das schmeckt jetzt richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber der Rauchpaprika hat das richtig mega gemacht. So, jetzt probieren wir das Ganze. Das stellen wir jetzt aus. So, jetzt kommt der Käse noch dazu. Dann richten wir uns das an.
Das ist fast so ähnlich, so ein bisschen wie so serbisches Reisfleisch. Eigentlich ist das geil. Aber hier eben, ja, mal was anderes. Reste, wieder Reste essen, das ist immer faszinierend. Ja, Freunde, das ist meine Churichio Mango Reispfanne mit Knoblauch und Chili. Die schmeckt wirklich lecker und ganz wichtig, Rauchpaprika, werde ich noch angeben. Ja, sieht aus ein bisschen wie serbisches Reisfleisch, fehlt nur noch Spiegelei oben drauf. Aber einfach nur lecker. Also mir schmeckt sie wirklich gut. Und wieder aus Reste essen. Gut, kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch euer Ariel. Und tschüss.